DWSE ist Deutschlands größter Baufarbenhersteller, besser bekannt eigentlich unter den Produktnamen Alpina und Caparol. Weltweit mit 5000 Mitarbeitern, allein in Deutschland 160 Standorte. Wir machen 1,4 Milliarden Euro Umsatz und sind stetig am Wachsen. Heutzutage ist die IT für ein produzierendes Unternehmen lebensrelevant. Alle Prozesse im Lager, in der Produktion, in der Auftragsabwicklung sind heute hochautomatisiert, sind ohne IT gar nicht mehr denkbar. Früher hat man mit Megabyte gemessen, dann in Gigabyte. Mittlerweile messen wir eigentlich in Terabyte. Wenn wir jetzt gucken, die vergangenen 5 Jahre sind unsere Daten von ca. 20 Terabyte auf über 100 Terabyte angewachsen. Es kommen immer mehr Applikationen, es sind immer mehr Daten zentral zur Verfügung zu stellen. Und wir haben ja auch diesen Zugriff von allen möglichen Geräten heute. Mobility ist das große Thema. Wir hatten uns dazu entschieden, in Richtung Private Cloud zu gehen. Damals haben wir Partner gesucht, die in dem Bereich schon sehr viel Erfahrung haben. Unser Systemhaus, die Firma CANCOM, stand uns ja schon seit vielen Jahren als Partner zur Seite und waren in diesem Bereich auch recht weit. Die CANCOM hat uns eben dann NetApp empfohlen. Wir haben mit NetApp Gespräche aufgenommen und haben eine sehr innovative, skalierbare Technik vorgefunden. Um das Business der DAW optimal zu unterstützen, haben wir hier ein hochverfügbares, performantes Speichersystem im Einsatz, das entsprechend skalierbar ist in der Kapazität und das Snapshot-basierendes intelligentes Backup mit enthält. Die IT der DAW hat sich gerade im End-User-Computing-Bereich massiv gewandelt. Wir haben eine Desktop-Virtualisierung umgesetzt auf Basis von NetApp-Speichertechnologie, weg von stationären Systemen hin zu mobilen Usern. NetApp ist für uns ein zuverlässiger Partner, um unsere Daten mit einer hohen Verfügbarkeit bereitzustellen. Die Spiegelungsmechanismen, die hier zur Verfügung gestellt werden, die Backup-Möglichkeiten und auch das Management-Tool helfen uns, unsere Private-Cloud-Strategie umzusetzen. Entscheidend für NetApp ist natürlich erstmal die Technik, die funktionieren muss, die stabil ist. Aber ganz wichtig sind auch die Menschen, die das betreuen. Der direkte Kontakt zu NetApp, wenn es gewisse spezielle Fragen gibt, dass jederzeit einer auch greifbar ist, um die Technik zu supporten und weiterzuentwickeln. Die Unternehmensziele sind sicherlich in den nächsten Jahren weiteres Wachstum, vor allem im Ausland zu generieren. Durch die Entscheidung für die NetApp-Technologie haben wir uns für eine Technik entschieden, die uns auch weiter in dem Wachstum begleiten kann. Aktuell sind wir gemeinsam mit der DAW und der NetApp dabei, das Data Center weiter zu optimieren. Wir planen auch einen Einstieg in die Scale-Out-Architektur von NetApp. Konkret werden wir mit der DAW das Thema Flexibilität angehen. Das werden wir mit Cluster Data ONTAP machen, um dem Kunden am Ende des Tages mit mehr Performance zur Seite zu stehen. Die NetApp-Technologie ist für jegliches Unternehmen, ob Industrie, ob Handel, ob Dienstleister geeignet, wenn man sich einfach den Rücken frei halten will. Wenn man eine stabile, wachstumsfähige, skalierbare Lösung haben möchte, dann ist NetApp, meine ich, das genau richtige System. So gut wie die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren mit den CANCOM-Spezialisten, unseren Mitarbeitern und den Mitarbeitern der NetApp funktioniert hat, sehe ich sehr positiv in die Zukunft und wir als DAW freuen uns auf weitere Projekte mit diesen Partnern.